Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und ich will euch heute mal meinen Oldtimer zeigen. Das war wieder ein richtig schönes Schmuckstück. Das ist ein Stihl BLK. Das ist noch richtig massive Technik, alles in Metall. Richtig schwer das ganze Gerät, 3,5 PS und 98 Kubik Hubraum. Also das macht richtig Spaß, sowas findet ihr nur im Museum. Das hat einen ganz anderen Sound. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ding läuft. Also wie immer, gescheite Schutzausrüstung, Schnittschutzschuhe, Schnittschutzhose, Arbeitsjacken, Helm mit Gesichts- und Gehörschutz. Ich verlinke euch auch die ganzen Produkte, wenn ihr Schutzausrüstung einmal brauchen sollt. Und ich schneide jetzt einmal mit dem Gerät dann auch. Helm kann man hinten mit der Drehverstellung schön einstellen. Gehörschutz, Visier genauso. Die Säge anschmeißen. Habt ihr einen Schwimmervergaser, also da wird die Schiene noch gedreht. Also man klappt hier auf, entriegelt das Ganze und dann könnt ihr die Schiene drehen, wenn ihr fällen wollt. Also die kann man nicht anders gebrauchen, weil das hat noch einen Schwimmervergaser. Also kein Membranvergaser wie die modernen Maschinen. Da wieder verriegeln. Zum Starten, man drückt hier den Knopf, da drückt man den Schwimmer, dann kommt der Sprit und läuft nach. Dann macht man einen Schock zu hier. Und dann Fuß reinstellen ist natürlich da Essig, weil das ist halt nur eine alte Maschine, da muss man richtig Kraft haben dafür. Ich glaube, da ist noch zu wenig Sprit drin. Moment. Ja, ich muss noch schnell tanken. So, jetzt haben wir noch getankt. Ich verwende natürlich nur einen Motormix, Sonderkraftstoff oder Öst-Sonderkraftstoff, dass da nichts passiert mit der alten Maschine. Könnt ihr auch problemlos für alte Maschinen verwenden. Anschmeißen.
ist natürlich schon eine Umstellung im Vergleich zu den modernen Maschinen, weil die hat natürlich extremes Drehmoment und Kraft. Ihr seht es ja, auch wenn die Touren runtergehen, die hat irgendwie noch Leistung. Aber hat natürlich nicht die Schnittgeschwindigkeit wie eine moderne Maschine, weil die natürlich nicht so hoch dreht. Die hat eine Kraft aus dem Hubraum. Also 98 Kubik bei 3,5 PS ist natürlich schon ordentlich und ihr hört ja, die hat halt einen richtig kernigen Sound. Ich muss auch noch mal probieren, weil ich habe jetzt eine moderne Zündkerze rein, weil die alte ist natürlich nicht mehr gegangen. Da muss ich mal noch schauen, was da die optimale Zündkerze ist. Kann sein, dass die auch noch nicht ganz optimal ist, dass die dann noch ein bisschen besser läuft. Habe ich jetzt das erste Mal eingesetzt. Aber da wollte ich euch bloß teilhaben lassen an den Erlebnissen. Also das ist halt schon was Schönes. Und wie gesagt, wenn man fällen möchte, kann man natürlich mit der auch. Kann man das einfach rüberdrehen, dann kann man die auch zum Fällen hernehmen. Natürlich nicht unbedingt von der Sicherheit zu empfehlen. Ihr habt natürlich da keinen Handschutz, keine Kettenbremse, keine Vibrationsdämpfung. Also ich habe jetzt zwei Scheiben geschnitten, also man merkt es an die Hände. Also früher war das noch ein richtig harter Job, wo die Waldarbeiter da leisten haben müssen, wenn die und sowas dann arbeiten haben müssen. Also wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, Schutzausrüstung verlinke ich euch. Und wenn es einmal eine moderne Maschine braucht, habe ich natürlich auch ein Programm, weil sowas sollte man jetzt nur noch so zum mal zeigen, benutzen, aber nicht mehr zum Arbeiten, weil das Risiko für Unfallgefahr ist natürlich sehr hoch. Und wenn ihr da länger schneidet, da habt ihr keine Hände mehr, weil das vibriert wirklich richtig stark. Aber hat noch einen richtig schönen kernigen Sound. Also ich bin ein Fan persönlich von so alten Geräten, weil der hat richtig massiv und robust ist, alles Metall und richtig schwer. Also macht's, gefällt mir, liked's mir, abonniert's mir. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Dankeschön.